allem herzlich willkommen zum sechsten Türchen. Heute Nacht war der Nikolaus da. Ich hoffe, eure Kinder sind reichlich beschenkt worden. Ja, ich will nicht lange rumquatschen, sondern ich will direkt loslegen. Und zwar fange ich heute mit der ATC hier an. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Die ist von Lisa Anna. Und bei Insta heißt sie Lisa-Anna-Kreativ. Hallo Fokus. So, ich glaube, jetzt könnt ihr es auch lesen, oder? Ein Weihnachtsflamingo. Ein Weihnachtsflamingo mit Zuckerstange im Schnabel. Boah, toll koloriert. Richtig cool. Da ist noch ein Strasssteinchen drauf. Da oben sind noch ein paar Nuvos drauf. Ich glaube, den Hintergrund hat sie auch selbst gemacht. Richtig klasse. Vielen lieben Dank, liebe Anna-Lisa. Nein, Lisa Anna. Verflixt, Entschuldigung. Liebe Lisa Anna, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für den wirklich süßen Flamingo. Der ist schon echt knuffig. Wie bescheuert der reinguckt, oder? So, hoppla, erwischt. Finde ich gut. Vielen lieben Dank. Auch der wandert natürlich, auch die ATC wandert in meinen ATC-Ordner, in dem ich alle sammle. Heute möchte ich das Päckchen von der lieben Nina zuerst öffnen. Du hast es geringfügig übertrieben, meine Liebe. Einhorntrank. Ja, nachdem ich jetzt weiß, was Teebären sind, verstehe ich auch, was ein Einhorntrank ist. Also nehme ich an. Ich lese es mir vorher lieber nochmal durch. Ich werde sie nicht so essen. Das war aber auch echt zu lustig. Ganz ehrlich jetzt. Ich möchte mal wissen, wie viele Leute sich von euch dabei heimlich ins Höschen gemacht haben vor Lachen. Einhorntrank. Himbeer, Vanille. Ja, guck, das sind auch solche Dinger. Das sind auch Teebären. Ja, guck. Oh, da bin ich gespannt. Ich habe die anderen immer noch nicht ausprobiert. Ich habe sie immer noch hier liegen, die zwei. Irgendwie vergesse ich es ständig. Ich muss mir die oben in die Küche hinlegen, mit denen zusammen, damit ich mir oben in der Küche den Tee machen kann. Ich weiß nicht, warum ich das dauernd vergesse. So, ich lege es mir jetzt genau dahin. Okay. Oh, sag mal, wie viel hast du denn hier zusammengepackt? Boah, und dein doppelseitiges Klebeband ist echt der Wahnsinn, ne? Alter Schwede! Wie fest das klebt! Oh, okay. Ist nicht schlimm. So. Vorsichtig, ich will ja nichts hier kaputt machen. Es ist sehr weich da drin. Stoff oder Wolle oder irgendwie sowas. Ach super, das ist immer so. Wenn ich ein Video machen will, fängt mein Mann plötzlich an, was auszudrucken. Ich hoffe, es geht. Ah, es ist nichts Stoffiges. Oh, cool. Wie heißen die Dinger denn nochmal? Luftschlangen. Ah, oh, klasse. Ach, oh, du hast wieder so ein Schnäppchen gemacht, du Glückliche. Ich habe Luftschlangen bekommen. Total cool. Vielen lieben Dank dafür. So. Ich zerreiße es schon. Jetzt habe ich schon ein bisschen was gesehen, aber nicht richtig. Ich drehe es um. So. Das ist hart. So. Seitdem ich mir so barbarisch in den Finger gesäbelt habe, habe ich einen Heidenrespekt vor Scheren. Um nicht zu sagen, ich habe doch manchmal ganz schön Angst. Ah, gut, dass ich das so gemacht habe. Oh, ein Umschlag. Gefällt mir jetzt schon, was ich sehe. So, dann komm mal raus, du. Oh, wie schön. Oh, ist der toll. Hast du den selbst gestaltet oder gab es den so irgendwo? Der ist ja schön. Warte mal. Moment. Das entsorge ich eben. Ich bin ein bisschen unkoordiniert heute. Oh, wie schön. Oh, oh, über sowas freue ich mich immer total. So. Oh, sind die schön. Ich habe schon wieder die Brille nicht hier. Ich kann es nicht lesen. Aber es ist ein wunderschöner Pilz. Und die Blumen sind auch richtig schön.
Ach, guckt mal, und Schmetterlinge. Die sind alle auf dicker Pappe nochmal aufgeklebt. Schön, richtig schön. Und alle nochmal beinkt. Toll. Super cool. Richtig schön. Ich freue mich total. Oh, ist das schön. Ich weiß, viele Leute finden sowas total creepy. Ich nicht. Ich bin da irgendwie schmerzfrei. Oh, sind das tolle Tags. Guckt mal. Boah, sind die schön. Es sieht aus, als sei das ein Digi-Kit. Und ich nehme an, du hast es auf Pappe geklebt, ausgeschnitten und dann noch beinkt. Total klasse. Boah. Voll schön. Die sind echt richtig toll. Ach, cool. Richtig toll. Ich freue mich mega darüber. Sowas kann ich immer gebrauchen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer immer wieder das Gleiche. Voll schön und kann ich mega gebrauchen. Also wirklich super lieben Dank, liebe Nina. Ganz toll. Total klasse. Auch der Umschlag ist so schön. Wenn das ein Digi-Kit sein sollte, musst du mir mal sagen, von wem du das hast, weil das ist echt bezaubernd. Das gefällt mir richtig gut. Ich liebe so botanische Dinge. Ich liebe Pilze total, weil ich zur Geburt meiner zweiten Tochter von einer Freundin eine Glückspilzkerze geschenkt bekommen habe. Also eigentlich ist es eine Fliegenpilzkerze, aber wir sagen zu Fliegenpilzen immer Glückspilz. Und seitdem, weiß nicht, stehe ich irgendwie auf Pilze. Total bescheuert eigentlich, oder? Naja, und außerdem sind sie lecker. Also nicht Fliegenpilze, ne? Sondern essbare. Ihr wisst schon. So. Komm schon. Ach, du ahnst es nicht. Oh, wie schön. Oh, cool. Riesenfette Pilze. Ich freue mich voll. Ach, toll. Und Tulpen. Voll klasse. Immer zweimal, oder? Also ich nehme es an. Boah, sag mal, wie viel hast du denn hier reingepackt? Mensch, du bist ja verrückt. Nee. Ich wollte gerade sagen, die sehen genauso sahen früher die Glanzbilder aus. Und die tollen, so wie die hier, die hatten dann auch noch Glitzer mit drauf. Ich kann euch den Glitzer gar nicht richtig zeigen. Hier bei der seht ihr es vielleicht. Da konnte man es kurz erahnen. So waren früher Glanzbilder. Da ist auch ganz viel Glitzer drauf. Ach, wie schön. Und die haben wir so gesammelt, ne? Cool. Ein Apostelgrab. Dramatisches Festspiel. Ich weiß es nicht. Mit Gesang in zwei Teilen. Wow, ich habe es gelesen. Ich weiß nicht, ob es richtig war. Ah, cool. Richtig cool. Mega. Wow, und eine Stanze. Boah, die ist ja schön. Moment, bei mir piept's. Ah ja, so. Die ist ja toll. Ach, guck mal, da kannst du hiermit direkt die Öse mit raus stanzen. Ah, und da auch. Die finde ich klasse. Ich kenne die gar nicht. Also ich nehme an, dass sie aus dem Aldi, wollte ich gerade sagen, aus dem Action ist, weil das hier dieses Deko-Time ist. Aber die habe ich nie gesehen. Ich war aber auch lange nicht mehr im Action, muss ich sagen. Aber solche Sachen gibt es ja bei uns irgendwie nie. Und eins. Oh, boah. Ein Sticker-Set. Und zwar richtig schön. Boah, du hast immer so eine Schnitte, ne? Das freut mich voll. Der Tukan ist schön. Die Papageien sind toll. Hier, das ist doch ein Nymphensittich. Und guck mal da. Jetzt wollte ich gerade Schwan sagen. Genau. Hier. In Pink. Sag schnell. Flamingo. Richtig toll. Ein Monstera-Blatt. Eine Hibiskusblüte. Das kenne ich auch, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Eine Ananas.
Okay, grüne Ananas wirkt komisch, muss ich ja jetzt mal so sagen. Den Schriftzug mag ich auch nicht, aber ist ja nicht schlimm. Ich mag ja mehr als drei Viertel davon, das ist perfekt. Auch noch ein, weil es nicht genug war. Oh, boah, der ist auch schön. Eine Kirschblüte. Oh, richtig schön. Sind das Holzteile? Ja, sind Holzteile. Cool. Ja, da habe ich, ich glaube, damit habe ich direkt schon ein Projekt vor. Ja. Ja, ich weiß schon, wofür ich es benutze. Das kann ich nur nicht sagen. Seht ihr dann, aber es wird noch sehr lange dauern. Mehr kann ich nicht sagen, sonst verrate ich schon zu viel. Boah, was für ein Päckchen, bitte. Boah, wie viel hast du da reingelegt? Du bist doch des Wahnsinns fette Beute. So, und dann kommen wir nun zu. Entschuldigung, da piept es schon wieder bei mir. Zum Päckchen. Voll abgelenkt. Von der lieben Romy. Ja, ich muss jetzt gleich meine Tochter von der Schule abholen. Die Kleine. So. Wie immer fummel ich mir das ab. Das muss ich auf jeden Fall behalten. Habe ich doch richtig rum gemacht, ne? Die Spinne war richtig rum. Also ist das die 6. Ja, ist nicht die 9. Gut. Okay. Und schon wieder die tolle Serviette mit dabei, mit den Spinnen. Ich glaube, die kann ich nicht aufbewahren. Nee, die kann ich nicht aufbewahren. Oder vielleicht doch. Ups, Entschuldigung. Was bist du? Na, komm schon. Oh, da ist was abgebrochen. Das klebe ich neu fest. Oh, oh nein. Okay, Spinnenalarm. Alle Leute, die spinnenphobisch, sagt man das, die Angst vor Spinnen haben, müssen jetzt weggucken. Rumi, mach dir keine Sorgen, das kriege ich geklebt, das Beinchen, das da abgefallen ist. Boah, ist das schön. Hier, da ist ein kleines Beinchen ab. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe ja Kleber ohne Ende in 1000 verschiedenen Formen. Die mache ich mir da wieder dran. Das ist echt richtig toll. Der Hammer. Hast du das auch selbst gemacht? Guck mal, ich glaube, der war nämlich vorher weiß. Ich glaube, den hast du selbst gemacht. Was für eine grandiose Idee. Das hier ist ein alter Verband. Voll gut, voll gut. Das gefällt mir richtig gut. Ach, cool. Da kann ich dann meine Duftkerzen drauf machen. Hier, so zum Beispiel. Ach, ihr seht es gar nicht. Da. Super toll. So, ich halte die Spinne mal zu. Dann können die anderen jetzt auch einmal gucken. Unter meiner Hand ist also dann die Spinne. Und dann hat sie das hier mit Mullband, Mullband verziert und angemalt. Richtig schön. Ich nehme es mal aus dem Bild jetzt. Vielen, vielen lieben Dank. Und wie gesagt, mach dir keine Sorge um das Beinchen. Das kriege ich da wieder dran gezaubert. Das schaffe ich. Super tolles Türchen. Ganz lieben Dank dafür. Ja, dann sehen wir uns morgen beim 7. Türchen. Lasst euch nicht ärgern. Genießt die Zeit mit euren Familien. Und denkt immer daran, Krönchen richten und weiter tanzen. Tschüss.